Wir Fotografinnen und Fotografen leben in einer Zeit, in der nicht nur das Foto für unsere Kunden wichtig ist und immer wichtiger wird, sondern auch das Bewegtbild. Ich rede da jetzt nicht von irgendwelchen Feature-Filmen, die jetzt mehrere Stunden lang sind, sondern ich rede von kurzen Clips, von kurzen Sequenzen, die man zum Beispiel auf Instagram, auf Social Media, aber auch auf der Firmenwebseite als Porträt von einer Person oder einer ganzen Firma verwenden kann. Und ich möchte in diesem Workshop jetzt herzeigen, wie du als Fotograf oder als Fotografin jetzt den ersten Schritt in den Videoschnitt machen kannst, deine Skills, also dein Wissen rund um das Foto mitnehmen kannst und wie du auf dem aufbauend in die Welt des Bewegtbilds mit der Vinci Resolve einsteigen kannst. Wir werden uns also anschauen, wie man mit diesem kostenlosen Schnittprogramm es gibt auch eine bezahlte Version, wo wir uns dann auch die Unterschiede anschauen werden. Aber mit der kostenlosen Version von DaVinci Resolve kommst du wirklich sehr, sehr weit. Also, wie wir mit dieser Version quasi den gesamten Workflow abbilden können, wie wir ein Projekt anlegen, wie wir Daten importieren, wie wir Daten, also Material sortieren, wie wir das Ganze jetzt in der Cut Page entsprechend einen Grobschnitt machen. Danach weitergehen in die Edit Page, damit wir an diesem äh, Schnitt dann auch feilen können und wie wir Anpassungen machen können. Einerseits Anpassungen zu Farbe, denn der Resolve ist ein wirklich sehr sehr mächtiges Tool, wenn es um Farbanpassungen, ums Color graden geht und auch natürlich Audioanpassungen. Also wie wir jetzt den Ton, den ich jetzt aufnehme. Ähm, quasi entsprechend anpassen von der Lautstärke zum Beispiel oder wie wir eine Rauschreduzierung drauf geben können. Oder was wir uns natürlich auch anschauen werden, wie man mit mehreren Kamerawinkeln arbeiten kann. Also wenn ich jetzt nicht nur eine Kamera habe so wie diese hier, sondern eine zweite Kamera wie da oder was es bedeutet, dass ich jetzt in 4K aufnehme, weil dann kann ich reinschneiden und was es natürlich auch generell zu beachten gibt, wenn man im Bewegtbild ist. Und wenn wir dann den gesamten Schnitt gemacht haben, dann werden wir uns natürlich auch anschauen, wie wir dieses Projekt, das wir hier jetzt am Rechner erstellt haben, entsprechend ausgeben und dann dem Kunden liefern können. Also es gibt einiges zu tun, es gibt einiges zu entdecken, es gibt einen großen Bereich, wo man jetzt besser werden kann. Und was für mich generell sehr interessant ist, wenn man jetzt in diesen Bewegtbildbereich reinspringt, hier reintaucht, dann wird man merken, dass man nicht nur jetzt quasi einfach hier jetzt ein Programm dazulernt oder ein paar Skills rund um Video dazulernt, sondern man wird auch merken, dass die Konzepte und die Dinge, die man hier jetzt im Bewegtbild und im speziellen Intervention Resolve anwendet, dass man diese auch wiederum zurücknimmt in seine Standbildarbeit, also in seine Fotos. Und das ist einfach etwas, was ich echt empfehlen kann. So diese Kombination, dieses Verbinden der beiden Welten, also dass wir jetzt nicht mehr nur Fotos haben, und nicht nur Video, sondern dass beides miteinander verbunden wird und dadurch kann man dann entsprechend dazulernen und besser werden. Wir werden übrigens genau an diesem Material hier schneiden. Das heißt, wie man eben mit diesen Kameras arbeitet, wie man alles einstellt. Aber ihr könnt natürlich auch eigenes Videomaterial, eigenes Bewegtbildmaterial mitnehmen, vielleicht vorab aufnehmen und dann können wir auch auf diesem Material arbeiten. Ich freue mich drauf, dass du dabei bist in diesem Workshop, dass du deine Fotografie-Skills mitnimmst Video Skills dazulernst und diese beiden Welten miteinander verbindest und damit auch besser wirst.